So, nachdem wir dann wieder hier bei Legend of Zelda Minish Cap sind, bei Mamoru Dorfer 2 für euch. Also wir stehen ja hier noch, mit unserem Schild nebeneinander, wir sind sogar uns näher gekommen. Wir stehen sozusagen ineinander und ja, gehen mal weiter. Also Mama, lass uns zum Schloss gehen. Was ist los? Oh, wo ist der erwischt? Aua! Das sind die Händler-Dekus, von denen die Soldaten erzählt haben. Ja? Sie belästigen Passanten, eine echte Plage, diese Laubkerle. Mother, tu doch etwas, so kommen wir nicht zum Schloss. Wenn du diese Nüsse abwehrst, kommen wir bestimmt irgendwie weiter. Boah. Komm her. Oh, Alter, voll erwischt. Tut mir leid, dringender Nüs. Ich kam doch in die Stadt, um auf dem Fest Geschäfte zu machen. Aber ich bekomme keine Worte, sondern nur Nüsse aus dem Mund. Oh, nur Nüsse. Alle haben Angst vor mir und kommen mir nicht in die Nähe. So wird das nichts mit den Geschäften. Alle zurück in die heimliche Dunkel. Ja, der Händler-Deko sah süß aus. Ach nee. Der Händler sieht so süß aus, aber er schmuckt mit Nüssen. Naja, gehen wir schnell zum Schloss und liefern das Schwert ab. Ja, okay. Achso, jetzt gehst du wieder mit mir, oder wie? Ah, unterm Baum. Also. Was treiben die beiden unterm Baum? Das wäre, na egal. Ja, ich habe auch schmutzige Gedanken. Was haben wir denn hier? Zwei goldene Steine. Und kann ich die ansprechen? Nein. Alter. Was war das denn? Was war das denn jetzt? Alter, springt hier da runter einfach? Wie geil. Ja, okay, wenn. Und jetzt sind wir wieder hier unten, ne? Ja. Okay, dann gehen wir mal lieber zum Schloss. Und schon wieder an unserem Baum selber. Och, die Wachen machen nix. Willkommen auf dem Schloss Hyrule. Ah, Prinzessin Zelda, ihr hattet wieder das Schlossgelände verlassen? Das war keine Frage, es war eine Antwort. Alter, hier wimmelt's ja von. Ah, Mother, du hast das Schwert mitgebracht. Damit ist das Schwert offiziell als zurückgegeben registriert. In wenigen Minuten wird die Siegerehrung beginnen. Ich gehe auf mein Zimmer, um mich umzuziehen. Darf ich mitkommen? Also, bis später. Ja, okay, das war eine klare Antwort. Mein Gott, egal. Das Fest war toll, nicht? Also, wir waren nicht mal eine Minute drauf. Da hast du schon, da du schon hier bist, bleib doch zur Siegerehrung. Einen Moment mal kurz. Also nur kurz zu dem Problem, was ihr jetzt als Piepsen gehört habt. Mein Handy hat geklingelt und ja, mit dem aus sei ich habe mal ein bisschen telefoniert und jetzt bin ich auch schon wieder da. Ich weiß gar nicht, wo waren wir stehen geblieben. Ach genau, zur Siegerehrung. Auch die verdammt wieder in mir geschnitten, ne? Ja, ich war mir klar. Batz! Mother, kennst du die Geschichte dieses Schwertes? Ich glaube, die haben wir am Anfang uns durchgelesen. Man nennt es Schwert des der Minish. Es versiegelt die eine Kiste. Angefüllt mit Ungeheuern. Das Schwert der Minish ist ein heiliges Schwert. Die Minish übergaben es vor langer Zeit den Menschen. So viel Story. Der Sieger des Schwertkampfturniers erhält die Ehre, das Schwert berühren zu dürfen. Wow! Ein super Preis! Alter! Wir beginnen nun mit der Siegerehrung. Super Musik, ja. Der Sieger, Vati, möchte heraustreten. Da kommt er. Der sieht aber böse aus. Der Tranquila, cool.
Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut klappt. Das Schwert der Mine und die versiegelte Kiste. Was ich suche, ist bestimmt in dieser Kiste verschlossen. Ich werde den Inhalt der Kiste mitnehmen. What the fuck? Boah, ultimativ. Nein! Keiner wird mich aufhalten. Nur der Sieger bekommt das Schwert der Minish und die versiegelte Kiste zu Gesicht. Auf diesen Moment habe ich gewartet. Alter. Alter. Oha, du hast das Schwert abgebrochen. Nein. WTF. Ja, ich schütze mich. Wer bist du? Was soll das? Die Prinzessin mit der Kraft des Lichts? Wenn ich mich nicht um sie kümmere, wird mir das später nur im Weg sein. Alter. Ich meine, Flug werde zu Stein. Oh. Das passiert mit allen, die sich mir in den Weg stellen. Habe ich mich nicht vorhin gerade im Weg gestellt? Und bin ich nicht einfach zur Seite gefallen? Und jetzt fresse ich ins Gras. Super. Dann will ich mal den Inhalt der Schatzkiste an mich nehmen. Hast du das nicht schon? Hä? Was ist denn das? Da waren nur Monster in der Kiste. Na, auch gut. Ich weiß, dass sich das Force in dieser Welt befindet. Ich werde in Ruhe danach suchen. Och, diese Lache. Ja, die tut ein bisschen weh. Oh, Schattenman. Ja. Ja, wann geht's denn weiter? Ja, wäre jetzt schon interessant weiterzugehen. Ah, ich wach auf. Und natürlich mal wieder drei Saltos. Klar doch. Nichts los hier im Hause Dänemark. Wer bist denn du? Da bin ich aber froh. Du bist wieder bei Bewusstsein. Dein Großvater Alberich ist beim König. Alter, beim König. Oh, Mazza, du bist wieder wach. Es geht dir schon wieder besser? Der König hat etwas zu sagen. Hör gut zu. Höret, höret. Ihr wisst alles, was geschehen ist. Ein gewisser Fati hat er durch einen Fluch des Hexenmeisters versteinert. Mit dem heiligen Schwert, dem Schwert der Minish, könnten wir den Fluch brechen. Doch hat er das Schwert zerstört. Aber ich werde nicht aufgeben. Was wisst ihr über die Minish? Minish? Dieses Zwergenvolk aus der... Minishvolk? Das Minishvolk? So hieß es. Dieses meine ich. Doch Minish existieren nicht nur in der Legende. Es gibt sie wirklich. Es ist ein Geheimnis, das unsere Familie seit vielen Generationen hütet. Die Minish leben in... Tyloria-Wald? Tyloria-Wald. Sie schufen das Schwert der Minish. Und nun, sie können das zerbrochene Schwert... Nur sie können das zerbrochene Schwert zusammenfügen. What the fuck? Senden wir gleich Soldaten aus? Nein, keine Soldaten. Es heißt, Erwachsene können die Minish nicht sehen. Egal wie sehr sie es... Lass mich raten, ich bin ein Kind. Aha. Wenn das so ist... Mazza, du könntest doch gehen. Mazza, wenn du bereit bist, möchte auch ich dich darum bitten. Bitte befreie Zelda von dem Fluch der Hexenmeisters. Die Minish wissen, wie man das heilige Schwert wiederherstellt. Das ist gut zu wissen. Doch ich möchte nicht, dass dir auch noch etwas Schlimmes zustößt.
Und deshalb gebe ich dir das zerbrochene Schwert und dies. Zerbrochenes Schwert des Menschen erhalten? Ja. Aus ihm entsteht der heilige Schwert. Auf keinen Fall verlieren. Boah, und ein Schwert des Alberichs erhalten. Korrekt. Das Wunderwerk des Großvaters. Gut, Soldaten. Beschützt die Stadt vor dem Monster. Den Rest sucht Fati. Ja, eigentlich gefällt mir das ja schon. Los, Männer. Tief im Teloria-Wald ist der Waldschrein. Er wurde früher von Menschen und Minisch benutzt. Geh also zuerst zum Waldschrein. Nimm diese Karte mit. Falls du dich auf dem Weg zum Wald verläufst, drücke erst Start und dann LORR, um die Karte aufzurufen. Ja, der Wald ist auf der Karte angezeigt. Pass gut auf dich auf. Karte! Yeah, Mann. Jetzt müssen wir diese... Ja, was ist das da unten? Da bin ich. Oh, wie? Keine Ahnung. Scheint wohl so. Also, Wasser, breche den Fluch des Hexenmeisters und rette Zelda. Wie immer. Diese Musik macht mich... Ey, ich will hier raus, diese Musik. Ich will hier raus, diese Musik. Alter, wie weit ist das denn? Mensch. Da, Freiheit. Innenhof von... Und diese Musik geht weiter. Damn, lass mich raus. Lass mich raus, diese Musik. Warte, ich habe ein Schwert. Yeah. Yeah. Ich bin auf den Aufnahmeknopf gekommen. Yeah, Mann, besiegt. Ja, direkte Aufnahme fällt zu Beginn wieder. Mensch. Boah, diese Musik gefällt mir. Ey, ich muss lernen, nicht auf den Aufnahmeknopf zu kommen. So, schon besser. So, wie dem auch sei. Nach diesen paar Fails am Ende, hoffe ich mal, alles ist okay bei euch. Ich hoffe, ihr nehmt es nicht böse, dass ich ein paar Fehler gemacht habe. So, bis dahin sage ich erstmal, ich verabschiede mich hier von vorne. Ich bin mal so dafür, ich hoffe, dieser Part hat euch wieder mal gefallen. Ja, der ist nicht so gut geworden, weil ich halt am Ende diese Fails hatte und der Anruf und alles, ja, wie dem auch sei. Ich war Masolin, wir sehen das nächste Mal bei The Legend of Zelda Minish Cap. Wir wissen jetzt, wie alles losgeht und können mit dem Schwert tanzen. Yeah! Und das finde ich auch gut so. Bis dann, ich bin Masolin, der 412, Masala Vista Baby.